Unser erstes Ziel in Rumänien war Sibiu, das auf Deutsch auch Hermannstadt genannt wird. Und wie das ist, wenn man in ein fremdes, neues Land reist, ist man zuerst etwas skeptisch. Doch Hermannstadt hat uns direkt begeistert. Und in diesem Video erfährst du warum. Wir sind hier in der rumänischen Region Transsilvanien. Ja genau, bei Dracula. Der hat hier in der Nähe übrigens auch sein Schloss. Und als wir vor unserer Reise entschieden haben, dass wir hierher kommen, haben wir zunächst an dunkle Wälder und gruselige Burgen gedacht. Doch dass die Region auch anders kann, hat unser erstes Reiseziel, und zwar Hermannstadt, direkt bewiesen. Die Ansiedlungen von Hermannstadt gehen zurück bis in das 12. Jahrhundert. Durch die lange Historie sind viele der Gebäude in einem baufälligen Zustand. Doch der Stadtkern wurde 2006 komplett neu saniert. Dadurch entsteht ein toller und interessanter Mix aus den neuen Fassaden und den zum Teil baufälligen alten Häusern, die der Stadt einen besonderen Charme verleihen. Und dementsprechend gibt es in der Stadt einiges zu sehen. Zum einen müsst ihr den Großen Ring, einen Stadtplatz im Zentrum des Ortes, unbedingt besuchen. Restaurants und Cafés sind hier um den Platz angeordnet, perfekt für eine kurze Pause und um die Eindrücke der Stadt auf sich wirken zu lassen. Ein Steinwurf vom Großen ist der kleine Ring entfernt. Und wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hier ebenfalls um einen Stadtplatz, nur etwas kleiner. Doch in Sachen Angebot muss sich dieser keineswegs verstecken. Neben Cafés und Restaurants reihen sich zahlreiche Holzbuden aneinander, die neben Souvenirs auch Baumstriezel verkaufen, die übrigens in der Region ihren Ursprung haben. Ein weiteres Highlight beim Kleinen Ring ist die Lügenbrücke. Diese wurde 1859 erbaut und war zur damaligen Zeit die erste gusseiserne Brücke im Gebiet des heutigen Rumäniens. Es ranken sich einige Mythen um diese Konstruktion. Einer Legende nach soll sie zu knarzen beginnen, sobald ein Lügner diese überschreitet. Während unseres Besuches wurde sie leider saniert. Direkt neben der Lügenbrücke befindet sich die evangelische Stadtpfarrkirche, die mit ihrem bunten Dach und den zahlreichen Türmen definitiv sehenswert ist. Die Stadt war ein toller Einstieg in unseren Roadtrip durch Rumänien. Die Stadt ist wirklich absolut schön, womit wir so definitiv nicht gerechnet hätten. Und was uns darüber hinaus noch überrascht hat, ist, dass die Orte deutsche Bezeichnungen haben. Das hat aber auch seinen Grund, denn viele deutsche Siedler sind im 12. Jahrhundert in diese Region ausgewandert. Neben den Ortsnamen finden sich sogar noch Inschriften an den Häusern. Und in den Schulen wird sogar teilweise noch Deutsch unterrichtet. Doch zurück zu den Ortsnamen. Die Bezeichnung für Sibiu, und zwar Hermannstadt, haben wir ja bereits kennengelernt. Doch auch Transsilvanien hat eine deutsche Bezeichnung. Die Region wird auch Siebenbürgen genannt. Und wen Hermannstadt bis jetzt noch nicht überzeugt hat, für den haben wir noch ein ganz besonderes Schmankerl. Denn die Stadt wird auch als das Tor zu den Karpaten bezeichnet. Und hier in der Nähe von Sibiu befindet sich die Transfugarasa-Hochstraße, die auch als eine der schönsten Straßen der Welt bezeichnet wird. Und wen wir immer noch nicht überzeugen konnten, der fährt einfach weitere 70 Kilometer nach Westen zu den Bergen Roparosee und sieht sich das hier an.